Moin, ich bin's wieder, euer Shadow, und das hier ist mein erstes Let's Play, das ich mache. Es dreht sich um Crossfire. Crossfire ist ein kostenloser Online-Shooter, den ihr euch auf z8games.com downloaden könnt. Oh yeah. In dem Shooter könnt ihr aber, wie in fast jedem anderen Online-Shooter auch, noch ganz, ganz viele wunderbare und wundertolle Waffen kaufen, die besser sein sollten als die originalen. Und ja. Die Map, die ich hier gerade spiele, ist Egypt, für Ägypten eben. Wow, ich kann Englisch. Und, ja. Auf der Map hier geht, das hier ist jetzt Team Deathmatch Mode, diesmal zeitbasiert. Also es geht einfach nur darum, innerhalb von einer bestimmten Zeit, in dem Fall jetzt 7 Minuten, die meisten Kills zu erhalten, also euer Team. Und, ja. Also die Teams sind aufgeteilt in Blacklist und Globalist. Blacklist sind Terroristen und Globalist Soldaten, also ein extrem klassischer Kampf, wie ihr ihn auch aus Counter-Strike und vielen anderen Spielen auch kennt. Also ist, recht simpel. In dem Punkt. Ja. Und für diese Seite könnt ihr euch auch entscheiden. Also es gibt total viele Events. Eines davon ist eben dieses Rival Factions Event, wo ihr euch dann für eine der beiden Seiten eintragt und dann ab und zu gibt es Events, wo dann eine bestimmte Map ausgewählt wird. Und je nachdem, ob Blacklist oder Globalist gewinnt, werden dann eben die Punkte hinzugefügt. Und wer am Ende der bestimmten Zeitspanne, ich glaube, das sind in der Regel 2 Wochen, die meisten Punkte hat, also welche Partei, hat eben dann diesen Map-Contest gewonnen. Ist dann einfach nur ein kleiner Gemeinschafts-Event. Es gibt viele, viele Events. Zum Beispiel im Moment die Film Awards, wo ich auch schon mitgemacht habe. Könnt ihr mal das Video anschauen, ist auf meinem Channel. Und ja, das ist total nice, dass ihr ja eigentlich immer irgendwas Besonderes habt und so. Aber ist ja auch bei anderen so. Also ist jetzt nicht nur Crossfire. Also, ja, das hier ist eben, wie gesagt, Team Deathmatch. Die Map heißt, ja, habe ich auch schon gesagt. Und das hier ist eben eine extrem schnelle Map, wo es nicht sonderlich viele Wege gibt oder Ziele oder so, sondern einfach nur rushen, rushen, rushen. Also eigentlich sollte es zumindest so sein, es gibt viel zu viele Camper. Und ja, ich finde das eben sehr angenehm, weil das für eine Runde zwischendurch einfach mal oder so total gut ist. Und weil man hier eben, eigentlich kommt es nicht so wirklich aufs Team an, also ist natürlich eigentlich auch schade, aber kommt eben darauf an, worauf ich gerade Bock habe. Also wenn ich zum Beispiel einfach nur eine Runde chillen will oder so, dann habe ich keinen Bock irgendwie auf einen ernsthaften Teamkampf, dann ist sowas eben besser. Aber es gibt ja eben sehr viele Spielmodi, die ich euch jetzt auch alle so nach und nach in den Let's Plays zeigen werde. Deswegen, also ich weiß nicht, ja, also ich gebe euch mal einen kurzen Überblick, also Ghost Mode, Mutation Mode gibt es, Escape Mode, Search and Destroy, Elimination und eben Team Deathmatch, und dann könnt ihr auf vielen Modi auch nochmal einschränken, ob es nur mit Pistolen, nur mit Sniperwaffen, nur mit Messern gespielt werden soll. Das ist auch ganz gut. Und ja, mich hat gerade einer mit einem Doppelgranatenkill gekillt, wow, nice one. Ja, Waffen gibt es eben 4 Slots, die ich euch gleich zeige, wenn ich gestorben bin, weil ich gerade meine Granate weggeworfen habe. Insgesamt gibt es ziemlich viele Waffen. Also, es gibt eben so 80 Waffen und dann habt ihr nochmal von vielen Waffen so so Veränderungen wie Schalldämpfer oder Zielvisier und so und andere Farbe. Also, das ist sehr angenehm. Also, insgesamt 110, 120 Waffen, würde ich sagen. Also, ihr habt eben, wie gerade gesagt, 4 Waffenslots. Der erste ist für eure normale Waffe, also für euer normales Rifle oder Submachine Gun oder so. Ein zweites ist für eine Pistole, euer drittes für ein Messer oder Axt oder Schaufel oder so und euer viertes eben für Granaten, die ich jetzt erstmal schnell auf die Gegner werfen werde. Das ist etwas schade am Team Deathmatch, dass die Runden eigentlich mehr Granaten, was man da auf den Granatenregen fällt und dass man dadurch zum einen natürlich sehr viel Leben verliert und dass es zum Anfang natürlich auch und dass zum anderen natürlich nervig ist, wenn einem, wenn man spawnt, erstmal 5 Granaten in die Fresse fliegen und man dann noch mit 20 HP auf die Gegner zu rushen darf. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber gehört halt auch irgendwie mit zu dem Spielmodus. Also das wird sich niemals ändern und es ist eben auch gut, wenn man das als Spieler jetzt macht. Also es ist ja nicht so, dass es ein Nachteil ist, wenn man anders sehr man kann in keinem anderen Modus besser Granatenkills bekommen, auf eine legale Weise jetzt als hier. Ist ja kein wirkliches Farmen, aber es geht doch ziemlich, also relativ schnell. Ihr wisst, welches Wort ich sagen wollte. Und ja. Unten seht ihr ja die ganzen Killzeichen immer. Und die sind nicht original aus dem Spiel. Ja, ich böser Finger hab,
Oh, das war ein behindert schwules Wort. Hab mir Killzeichen heruntergeladen. Es gibt total viele Online-Communities, wo ihr das könnt. Ich habe es jetzt von crossfire-germany.eu gemacht, wo ihr auch als Anfänger einmal so ein bisschen euch zurechtfinden könnt, falls ihr noch Fragen habt zum Game auch. Sollte auch in der Beschreibung sein, der Link. Und ja, dass ihr dann einfach. Der war stumpf. Dass ihr dann eben einfach sowas runterladet und dann sehen eure Killzeichen anders aus und vor allem cooler, meiner Meinung nach. Die normalen sind zwar auch echt gut, aber die werden auf Dauer halt einfach langweilig. Wenn ihr 1000 Kills macht und da immer wieder die gleichen Zeichen seht, dann ist das natürlich ein bisschen eintönig. Und sowas eben, dass ihr so ein Granaten-Killzeichen habt und so, das ist total geil. Ist zwar eigentlich nicht erlaubt, aber soweit ich weiß, schert sich da keiner drum. Also ich habe noch nie davon gehört, dass ein Account gesperrt wird, deswegen. Ich wüsste auch jetzt nicht wirklich, wieso, weil es ja keinen Vorteil bringt jetzt oder so. Der war schon wieder so episch. Der war weniger episch, aber es war epic gefailed, ist auch gut. So, in den nächsten Let's Plays, die Runde hier ist gleich vorbei, werde ich euch dann eben die weiteren Modi vorstellen. Also ist ja mal auch ganz nett. Dann glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ich hoffe mal, dass ich alle Modis draufkriege. Ich vergesse garantiert wieder irgendeinen. Oder, also wenn denn, ich werde gucken, ich mache erstmal die für mich wichtigsten Modi. Zuerst, also Free for All oder Knife Deathmatch oder Search and Destroy auch. Also die kennt ihr ja von anderen Spielen, aber so Modi, die wirklich einzigartig sind. Also zunächst werde ich mich dann dem Ghost Mode zuwenden. Also eben, haben gesagt, wo ihr dann als Geist spielt. Oder eben versucht, die Geister zu töten. Dazu komme ich dann aber dann beim nächsten Mal. Es gibt insgesamt, oh yeah, 9 Modi, glaube ich. Und ja, die verteilen sich auf gut 30 Maps rund. Und es werden wirklich viel, viel mehr. Also das finde ich extrem geil, wie Cell 8 Games das macht. Es sind sehr oft Patches und in den Zeiten, wo keine Patches sind, ist das Ganze eben mit Events aufgefüllt. Also es ist, das ist wirklich sehr geil. Also das hatte ich bei noch keinem anderen Spiel, insgesamt bei keinem erlebt, egal ob Online-Shooter oder ernsthafter Shooter. Und das ist sehr geil. Ja. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das erste Let's Play hat euch gefallen. Mit dem zweiten Teil mache ich dann auch die Tage mal weiter.